Hallo, hier seht ihr das Orbea Terra M20 Carbon 2021. Wieder ein langer Name, muss ich ein bisschen dazu erklären. Orbea ist die Fahrradmarke, ist eine der ältesten Fahrradmarken, die ich kenne, gibt es schon seit 1874. Ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. Und ist beheimatet im Baskenland in Spanien. Und das Besondere an dieser Marke ist, dass es keine GmbH ist oder Aktiengesellschaft, sondern es ist eine Genossenschaft. Das bedeutet, dass praktisch alle, die dort arbeiten, dass das denen gehört. Ist was ganz Besonderes im Fahrradbereich. Ich kenne da nur diese eine Genossenschaft. Wenn es noch andere gibt, sagt es mir einfach in den Kommentaren, würde mich mal tatsächlich interessieren. Weiter zum Fahrrad. Das Terra ist bei Orbea die Gravel Cross Linie. M20 bedeutet das Modell. M ist bei Orbea immer ein Carbonrahmen und 20 ist dann die Modellnummer. Da gibt es noch die M10, M30 und so weiter. Je höher die Nummer wird, umso besser ausgestattet ist das Fahrrad. Aber natürlich auch umso teurer. Der Rahmen steht hier in Größe M vor euch. Wie ihr seht, ist es ein ziemlich gestrecktes Rad. Sieht zumindest optisch so aus. Ist aber kein optischer Trick, sondern das ist tatsächlich so. Es ist eher das sportliche Gravelbike. Nicht so sehr das Adventure Gravelbike, sondern eher das Speed Gravelbike. Deshalb hat das Rad auch einen relativ langen Vorbau. Wie ihr hier am Vorbau seht, ist da irgendwas dran, was nicht so typisch ist. Finde ich eine ganz interessante Lösung, die Orbea hier mitliefert. Und zwar ist in der Platte des Vorbaus eine Öffnung integriert, in die man diese Halterung, die aus Kunststoff ist, hineinschrauben kann. Und zwar von dieser Seite werden zwei Schrauben hineingeschraubt in diesen Kunststoff. Wenn man diese Halterung nicht benutzt, liefert Orbea eine Gummiabdeckung mit, die ich euch mal zeige. Und zwar ist das relativ kleine Abdeckung, auf der steht einfach Orbea drauf und auf der anderen Seite sind zwei Noppen zu sehen. Es wird einfach hier hineingesteckt und hält dann auch fest. In diese Halterung kann man verschiedene Halterungen hineinschrauben. Ich habe jetzt hier mal die für Garmin und für eine Action Cam hineingeschraubt. Man kann natürlich auch Beleuchtung hier unten anschrauben. Mitgeliefert wird dann von Orbea noch die Halterung für Wahoo. Diese Halterung ist etwas länger, sodass man die Position der Computerhalterung entweder hier hinten in der Mitte oder ganz vorn installieren kann. Einfach dafür, wenn der Computer etwas länger ist, also meinetwegen der Garmin 1030 oder wie er jetzt heißt, oder vielleicht gibt es schon 1040, der ist etwas länger, den müsste man dann hier vorne montieren. Ein Wahoo Bolt kann man auch hier hinten montieren. Für Leute, die sowieso immer einen Computer am Fahrrad haben möchten, um die Leistung zu sammeln, ist das eine gute Lösung. Man braucht den Vorbau nicht mit irgendwelchen Sachen zu verunstalten oder zu bekleben oder auch nicht den Lenker. Das ist wirklich eine tolle Lösung an diesem Rad. Machen wir weiter. Der Rahmen ist, wie der Name vom Fahrrad schon verraten hat, aus Carbon. Auch die Gabel ist komplett aus Carbon. Vorne und hinten hat das Fahrrad Steckachsen. Wie man sieht, leider ohne Hebel oder Gott sei Dank ohne Hebel. Da gibt es ja verschiedene Meinungen dazu. Wenn man also eine Reifenpanne hat, muss man immer noch dran denken, dass man in diesem Fall ein 8er Imbus mitführt. Damit kriegt man dann auch die Achse heraus und kann dann den Reifenwechsel vornehmen. Die Anbauteile sind von Orbea in der Eigenproduktion hergestellt. Die Sattelstütze ist ebenfalls aus Carbon. Der Vorbau und der Lenker sind aus Aluminium. Der Sattel stammt von Prologo. Es ist der Akero AGX. Die Satteldecke ist durchgehend, aber das Sattelgestell hat ein Loch, sodass das ein wenig flext oder viel mehr flext, als wenn die Sattelschale unten geschlossen wäre. Ist ein interessanter Ansatz. Man wird dann zum Beispiel, wenn man durch den Dreck fährt,
von unten nicht dreckig, also zumindest nicht an dieser Stelle. Hier und hier wird man dann dreckig, aber es kommt kein Dreck durch das Loch im Sattel nach oben. Das Rad hat eine 22-Gang-Schaltung mit Umwerfer, wobei alle Teile, also Schalthebel, Umwerfer, Schaltwerk, aus der GAX-Serie von Shimano stammen, und zwar aus der 800er-Serie. Die Kurbel ist ebenfalls aus der GAX-Serie. Sie hat Kettenblätter von 48 und 31 Zähnen. Hinten ist eine Kassette verbaut von 11 bis 34 Zähne. Das bedeutet, ihr habt einen sehr, sehr kleinen Gang, 34 und vorne 31, also kleiner als 1:1. Damit sollte eigentlich kein Berg ein Problem darstellen. Kommt natürlich ein bisschen auf die Fitness des Fahrers oder der Fahrerin drauf an. Aber es gibt da jetzt eigentlich keinen Bereich, den man mit dieser Übersetzung nicht schaffen sollte, wenn man sich anstrengt. Die Laufräder sind eine Eigenproduktion von Orbea mit Shimano-Narben, Stahlspeichen, Aluminiumfelge, sind nicht die allerleichtesten, aber dafür durch die 2 mm Speichen sehr stabil. Die Reifen stammen vom italienischen Hersteller Vittoria. Es sind die Terreno 3 Reifen in der Breite von 38 mm. Viel mehr als diese Breite gibt der Rahmen auch nicht her. Hier vorne oder hier an dieser Stelle ist zwar noch ein bisschen Platz, aber hier an dieser Stelle ist sehr, sehr wenig Platz. Vorne an der Gabel ist auch nicht viel mehr. Also die Reifen, die hier drauf sind, sind das Maximum, was man mit diesem Rad fahren kann. Der Reifen ist als Semi-Slick ausgeführt. In der Mitte hat er fast gar kein Profil. Nur ganz, ganz wenig. Das überlebt wahrscheinlich, na, ich sag jetzt mal, vielleicht 500 Kilometer, wenn es hochkommt. Allerhöchstens. Dann ist es weg, dann hat man dort einen Slick. An der äußersten Kante des Reifen sind aber grobe Stollen, die auch einen ordentlichen Halt in leichten bis mittelschweren Gelände bringen sollten. Auch der Reifen ist tubeless ready. Man kann also dieses Rad komplett umrüsten. Die passenden Ventile liefert Orbea auch mit. Allerdings ist es dann immer ein größerer Kraftakt, die Reifen dann tubeless zu bekommen. Bei den höheren Drücken, die hier in diesem Bereich gefahren werden, im Gravel-Bereich, ist es immer etwas schwieriger als beim Mountainbike, was dann mit einem oder anderthalb oder zwei Bar gefahren werden kann. Da ist das alles nicht ganz so schwierig, obwohl man dann trotzdem jedes Jahr einmal diese Dichtmilch auswechseln muss, weil sie sonst fest wird. Also ich bin nicht so ein Freund von diesen Tubeless-Sachen, aber das ist Geschmackssache und wie ich immer sage, darüber kann man sich nicht streiten. Jedenfalls möchte ich das nicht. Die Bremsen stammen auch aus der GRX-Serie von Shimano. Es ist auch die 800er-Serie, vorne und hinten mit den Icetec-Scheiben, die auch zu der Serie gehören. Hier sind also keine Stahlbremsscheiben verbaut, um ein paar Euro zu sparen, sondern die, die zur GRX gehören, sind hier auch dran. Finde ich gut. Überhaupt das Design dieses Rades mir ganz gut gefällt. Orbea hat hier matte Lacke im oberen Bereich, also was jetzt den Lenker, Vorbau und hier ein Stück vom Oberrohr betrifft. Auch hier die Gabel ist mattschwarz lackiert mit dunkel-silbergrauen Ornamenten oder Abschnitten kombiniert, was mir recht gut gefällt. Die Schrift ist auch wieder matt. Ist ein bisschen wie ausgestanzt, kommt vom Lackieren. Das Rad gibt es auch noch in anderen Farben, gerade aber bei dieser Farbe, wenn ihr euch da die Produktbilder anschaut, auch auf der Orbea Webseite, sieht das Rad wesentlich heller aus. Das kommt dadurch, dass der Lack hinten glänzend ist und wenn man das mit Blitzlicht fotografiert, kommt das auf dem Foto viel mehr glänzend heraus. In unserem Video seht ihr das dann besser, wie es in Wirklichkeit aussieht. Die Produktbilder sind da ein bisschen überstrahlt durch die Reflexion dieses Lackes.
Das Terra war ursprünglich mal von Orbea vor 5, 6 Jahren entwickelt worden, um ein Cyclecross-Rad zu werden, wurde dann aber immer weiterentwickelt. Dass es aber der Rahmen immer noch mehr in die Cyclecross-Richtung geht, sieht man daran, dass entsprechende Gravelbike-Aufnahmen fehlen. Also auf dem Oberrohr, hier gibt es keine Aufnahmen für eine zusätzliche Tasche. Auch hier unten ist nichts zu finden. Es sind Flaschenhalteraufnahmen am Unterrohr und am Sitzrohr zu finden. Es gibt auch einige kleine Schrauben hier links und rechts, wo man ein Notschutzblech montieren könnte. An dieser Stelle gibt es auch eine Schraube, um das Schutzblech, was es auch von Orbea zum Kaufen gibt, zu montieren. An der Gabel gibt es hier eine Aufnahme und hier eine Aufnahme, ebenfalls für ein Schutzblech, wenn man möchte. Am Rahmen selber montiert ist auch ein Kettenfänger direkt von Orbea. Den seht ihr jetzt schlecht, aber auf den Fotos werdet ihr ihn sehen. Das ist eine ganz gute Erfindung. Das verhindert, dass die Kette vom unteren Kettenblatt nach unten auf den Rahmen fällt und ihn kaputt macht, wenn man weitertritt oder man im schlimmsten Fall über den Lenker geht und ins Gelände klatscht. Vor allen Dingen, wenn man mit der Nase voran fällt, dann tut das immer recht weh. Jetzt schauen wir mal nach, was dieses Rad in Rahmengröße M wiegt. Dazu nutzen wir mal unsere neue Hängewaage. Wollen wir mal schauen, was dieses Rad in Rahmengröße M wiegt. Es sind genau 9,5 Kilo. Das Rad wiegt also 9,5 Kilo, ist mit Umwerfer, also mit 22 Gangschaltung, entsprechend ganz vernünftig und manierlich das Gewicht für ein Gravelbike. Es kann natürlich noch ein bisschen optimiert werden. Die Laufräder, die jetzt Orbea hier montiert hat, sind garantiert nicht die leichtesten. Dort kann man sicher ein halbes, vielleicht auch ein ganzes Kilo sparen, wenn man auf Carbon-Laufräder wechselt, entsprechend auch bei den Reifen. Es gibt viele Möglichkeiten, da noch ein bisschen zu optimieren, wenn man möchte. Aber 9,5 Kilo für ein Gravelrad, was ja vielfältig nutzbar ist, finde ich schon ganz gut. Natürlich ist es immer besser oder wäre toller, wenn es unter 9 Kilo wiegt. Allerdings kostet die ganze Geschichte dann wahrscheinlich noch ein Tausender mehr, wenn man dieses Gewicht gleich von Anfang an haben möchte. Aber ja, das ist so, wie es ist. Das Rad, so wie es hier steht, kostet 3.119 Euro. Ist jetzt nicht das absolute Superschnäppchen, aber die Ausstattung ist dem Preis schon ganz gut angemessen. Wenn man eventuell noch den ein oder anderen Euro durch einen Gutschein oder sonstiges sparen kann, ist das natürlich nicht schlecht. Wir bieten auch einen kleinen Gutschein an, den ihr unten findet. Ja, hat einen Wert von 20 Euro, ist nicht ganz viel, aber man kommt der 2.999 Grenze, die ich ganz gut für dieses Rad finden würde, schon recht nah. Na gut, nicht recht nah, aber ein bisschen näher. Dieses Gravelrad ist, wie von mir vorhin schon mal gesagt, ein schnelles Gravelrad, also für das Fitnesstraining oder für die schnelle Runde durch den Wald, aber auch super geeignet, wenn man vielleicht im Sommer andere Laufräder montiert als Rennrad für schlechtes Wetter. Ist hier durchaus machbar. Man bräuchte bloß schmalere Reifen, Rennradreifen mit Breite von 32 oder auch 30 mm gehen noch auf diese Felge. Bei 25 mm wird es wahrscheinlich schwierig. Das müsste man dann ausprobieren. Es ist also ein vielfältig einsetzbares Rad, aber sportliche Richtung. Das sollte man nicht vergessen. Denkt an die Geometrie, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Mit den optionalen Schutzblechen kann man es dann auch zum Pendeln nutzen, wenn man möchte. Spricht nichts dagegen.
Allerdings so ganz sauber bleibt das auch mit den Schutzblechen, die dann montiert werden, nicht. Also wenn ihr dann auf Arbeit ausseht, von oben bis unten total schwarz, dann bin ich nicht schuld, sondern die Schutzbleche. So, Scherz beiseite, das war's dann für heute. Weitere Videos von uns findet ihr hier. Unser Kanal könnt ihr hier abonnieren und hier gibt es die Playlist. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen und er findet das Rad interessant. Über Kommentare und Anregungen freuen wir uns immer. Hinterlasst sie zahlreich, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Tschüss, euer Olaf.